Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Kids. Wir spielen heute das Kid Link. Und der Link startet mit 3 Herzen, jedoch bekommt er bei jedem Teleport oder Kill Herzen und am Ende kann er mehr als 10 Herzen haben. Die Ausrüstung, er hat eine grüne Lederkappe mit einer grünen Lederjacke und ein Holzschwert mit Haltbarkeit 2. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, bekommt er jedes Mal 2 Herzen mit dazu. Jedoch nur 2 Herzenslots, also immer so 2 Herzenslots, die müssen aber noch gerackt werden. Das heißt, es ist nicht so, dass du jetzt jemanden tötest und du hast einfach wie beim Vampir 2 geheilte Herzen. Nee, du bekommst dann einfach so einen Slot, aber ihr müsst euch vorstellen, wie wenn mich da jetzt jemand runterhaut, dass ich nur noch 8 Herzen habe, muss das erst gerackt werden. Das ist vielleicht ein bisschen schwach für den Anfang, aber wenn es dann später hinausläuft, für das ist es dann echt, ja, OP, das Kit später, weil jemand mit 25 Herzen, und damit meine ich jetzt nicht diese anderen Herzen, das sind nämlich 50 Herzen, wenn man das dann mal umrechnet, 50 Leben, und das ist dann schon echt sehr, sehr krass, also das ist echt sehr, sehr heavy. Muss man schon sagen. Aber die Ausrüstung verrät einen echt extrem hier. Also, wenn ich sehen würde, da ist ein Link, dann würde ich klarerweise auch drauf gehen, wenn ich Low Life habe, weil ich weiß, ja, der Link, der ist vielleicht eh One-Hit. Das ist halt eventuell nicht so geil. Deswegen habe ich mir schon überlegt, eventuell die Rüstung auszuziehen. Aber das weiß ich noch nicht. Oh, 2 Diamanten. Boah, geil. So, 30 Sekunden. Lass mir hier ein Dia-Schwert und Goldschuhe. So, was ist hier los? So, jetzt. Gut, in 15 Sekunden geht's los. Hier ist eh auch ein Typ gleich in der Nähe. Muss ich sagen, habe ich ein bisschen Angst. 42 Blöcke. Er ist eh da drüben. Aber das ist halt trotzdem noch so. Keine Ahnung. Im Wasser ist jemand. Oh, perfekt. Perfekt, dass wir den Kill jetzt hier gemacht haben. Das ist wirklich perfekt. Weil umso mehr Kills wir machen, umso besser ist es im Endeffekt. Oh ne, der ist mir zu OP. Der hat mir eine zu gute Ausrüstung. Vor allem, weil ich jetzt ja nur insgesamt 5 Herzen habe. Oder 4. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt bekommen habe. Ich glaube, ich habe jetzt nur 1 Herz dazu bekommen, wenn ich mich nicht täusche. Da ist da jemand unter der Erde, ich weiß es gar nicht. Ich gehe auf jeden Fall mal auf diesen Typ mehr los. Okay. Tauern tut hier auf jeden Fall schon mal jemand. Okay, 63 Blöcke. Gut. Also ich bin, man ist als Link, muss ich sagen, also total unter Spannung. Man steht richtig unter Druck, weil man möchte einfach halt nicht sterben. Aber hier sind gerade richtig viele Kisten, das ist mega gut. Also Eisen habe ich jetzt gerade schon ein bisschen was gefunden. Und den esse ich jetzt gleich. Für die Leute, die sich jetzt fragen, ja, wieso verschwendest du jetzt den goldenen Apfel? Nee, ich habe dadurch ja die 2 Bonusherzen und die können mir im Kampf schon extrem helfen, egal was es für ein Gegner ist. So, und er ist tot. Und ja, das ist schon mal perfekt. Drang der Regeneration ist ultramäßig wichtig. Das glaubt ihr gar nicht. Denn Drang der Regeneration werde ich jetzt dann wahrscheinlich eh auch trinken. Hatte der noch andere Ausrüstung? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. So. Auf jeden Fall sind wir bald bei unseren ganzen Herzen hier angekommen. Bei unseren normalen Herzen, sage ich mal. So, erstmal einen Brustpanzer, dann eine Hose, das wäre schön. Perfekt, jetzt erkennen die Leute wenigstens nicht mehr, dass wir links sind. Und das ist dann auch schon wieder so ein Punkt, der ist halt auch viel wert. Wenn die Leute nicht wissen, was du für ein Kid bist. Und natürlich ist das halt auch ein Problem, wenn die dann am Ende irgendwie schreiben, ja, Hacker und so.
ich muss dann immer dazu schreiben, ja, bla, 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 ich war link, weil dann beruhigen sich die Leute, dann wissen die ja, einen mit 20 Herzen zu töten, klar, hält der dann mehr aus, aber sonst schreiben die dann sofort wieder, Hacker, so. Perfekt. Schuhe könnten wir uns nachher noch Eisenschuhe machen. Okay, da hinten ist jemand. Hey du, ich habe dich vorhin schon gesehen. Ich fand dich eigentlich ziemlich geil. Ja, zünde mich ruhig an, kleiner Feuerteufel. Ja, ja. Zünde mich ruhig an. Oh, zum Glück wurde ich jetzt geportet. So, zack, zack. Dank der Regeneration. Und dann komme ich jetzt und töte mal diesen Bow-Spammer hier. Mein Kill. Und du stirbst jetzt auch. Ja, ja, wieso kämpfst du denn nicht normal, Junge? So. Und nochmal eine Enderperle. Und. Oh, jetzt ist es kaputt. Und jetzt noch ein Hit, dann ist er tot. Nee, aber jetzt. Perfekt. Perfekt, Leute. Und wie ihr seht, haben wir jetzt schon mehr Herzen. Und den Bow-Spammer, den habe ich jetzt einfach mehr als den Tod gegönnt. Der spammt hier die ganze Zeit rum. Bum, 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 bum. Ich spam hier rum, bum, bum. Ja. So. Das Eisen nehme ich auch noch mit. Und den Goldapfel hier natürlich auch. Beziehungsweise den Apfel, dann können wir uns nachher noch einen Goldapfel draus machen. Und Drang der Schnelligkeit. Okay. Perfekt. Hatte der Schuhe? Nein. Aber den Bogen möchte ich. Ich glaube, Bogen habe ich noch keinen. Nee. So, perfekt. Es leben noch ein paar Spieler. Wenn wir noch ein paar Spieler töten, dann seht ihr, dass man wirklich sehr viel Herzen noch bekommt. Einen Port, jetzt habe ich ja wieder ein Herz mehr bekommen, wie ihr unten seht. Der Chat ist jetzt ein bisschen drüber, aber ich denke schon, dass ihr das sehen könnt, beziehungsweise erkennen könnt. Ich mache mir jetzt nämlich noch ein paar goldene Äpfel, beziehungsweise zu viel, wie sich das mit den Äpfeln her ausgeht. Denn dann habe ich noch mehr Herzen. Und das ist toll. Das finde ich toll. So, erstmal. Ich mache irgendwie in letzter Zeit immer die Schuhe so. Ich weiß auch nicht. Ich ordne das immer falsch an. Ich habe Minecraft verlernt. Wir geben mir eine Kraft. Noch ein Speed Potion und dann einfach dorthin. Also man muss sagen, man muss am Anfang echt mega Glück haben. Das ist jetzt auch nicht, falls die Leute das jetzt denken, der erste Aufnahmeversuch. Nein, das ist der... Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es nicht der erste. Für die Leute, die das jetzt denken. Okay, er ist unsichtbar. Okay, und er ist tot. So, und jetzt schnell den Drang der Schnelligkeit nochmal. Und nochmal den Regenerationsdrang, dass ich ganz schnell meine ganzen Herzen hier regenerieren kann. Und es lebt nur noch einer. Und wie ihr seht, wir haben fast doppeltes Leben jetzt. Also das ist schon echt sehr, sehr krass, was das Kit hier alles so leisten kann. Ich packe das mal eben so hin, dass ich eh genug zu essen habe später. Den Bogen möchte ich mir noch ganz gerne verzaubern, wenn sich's noch ausgeht. Auf 2, ja, Stärke 1. Stärke 1, das ist super. Können wir ein bisschen mit dem Bogen herumspielen hier. Aber wie ihr seht, ich habe jetzt einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Herzen mehr. Das bedeutet, das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Ich werfe jetzt eh die Enderperle und hätte trotzdem, was Dings betrifft, nicht so einen mega großen Nachteil. Weil ich einfach, ja, das ist so ein Känguru, das wieder diese Sprungtaktik da macht. Keine Ahnung. Und ich hatte trotzdem noch Full Life, GG. Link. Er hat geschrieben, was? Ja, ich war Link. 10. Ich habe an der... Nee, 9. 9. So. Auf jeden Fall, wie ihr gesehen habt, Leute, er denkt sich jetzt auch so, hä? Er hat mich doch mit einem Schadenspotion irgendwie runtergehauen. Er hat mich mit einem verzauberten Dierschwert gehauen. Warum habe ich ihn nicht besiegt?
beziehungsweise er mich nicht besiegt. Und das ist eben so, da muss man einfach immer schreiben Link. Weil man kann einfach 25 Herzen statt nur 10 Herzen haben. Aber um die 25 Herzen zu erreichen, musst du viele Kills machen. Nur durch Porten funktioniert das nicht. Ne? Man muss auch wirklich viele Kills machen. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, mein Fazit zu dem Kit Link ist, Link ist, wenn man es gut beherrscht, beziehungsweise wenn man wirklich damit weit kommt, ein richtig, richtig starkes Kit. Also das ist dann richtig, richtig stark. Da hat fast niemand mehr eine Chance. Also wenn du über, sagen wir mal, wenn du schon 15, 20 Herzen hast, ist es meistens fix, dass du die Runde gewinnst. Aber am Anfang, das ist echt wirklich sehr, sehr schwach. Also am Anfang hat das Kit einen mega großen Nachteil, dafür später einen umso großen Vorteil. Gut, Leute, ich würde einfach mal sagen, das war's von dieser Folge Ender Kids. Morgen kommt das Kit Rucksack, denke ich. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Kit Rucksack morgen so werden wird. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Macht's gut und ciao.